Und jetzt das Heute-Journal. Mit Heinz Wolf und Marietta Slomka. Guten Abend. Seitdem die STIKO, die Ständige Impfkommission, ihre Empfehlung für AstraGeimpfte geändert hat, ist in den Hausarztpraxen wieder ordentlich was los. Natürlich wollen jetzt viele Patienten schneller eine Zweitimpfung und die dann mit BioNTech statt nochmal Astra. Der Hausarztverband spricht heute jedenfalls von einem enormen Mehraufwand seit der neuen Empfehlung. Zu der Kreuzimpfung rieten Virologen übrigens schon seit Wochen. Aber die STIKO hat als offizielles Gremium den Anspruch, die jeweiligen Datenlagen besonders gründlich zu prüfen. Interessant wird sein, ob sie auch ihre Empfehlung bezüglich der Impfung von Kindern in den nächsten Wochen noch mal ändert. Dann gäbe es wohl den nächsten Ansturm auf die Haus- und Kinderarztpraxen. Sibylle Bassler berichtet. Christian Sell und seine Söhne Sander und Erik sind extra aus Kassel zur Impfung angereist. 4,5 Stunden hat die Fahrt gedauert. Etwas mulmig fühlen sie sich schon. Ein bisschen macht man sich schon Sorgen. Ist es zugelassen, ist es nicht zugelassen? Die STIKO empfiehlt es nicht. Wir sind verunsichert natürlich als Eltern. Wir haben jetzt aber trotzdem gesagt, wir machen das. Ich finde es besser, als jetzt Corona zu bekommen. Schlange stehen vor einer Neu-Ulmer Arztpraxis. Aus ganz Deutschland sind Eltern angereist, um hier ihre Kinder gegen Corona impfen zu lassen. Ich habe Hausärzte rumtelefoniert, ich habe die Kinderärzte abtelefoniert, ich habe meine Frauenärzte in München angerufen. Keiner wollte Kinder impfen. Ich habe ehrlich auch gesagt Angst, dass meine Kinder daran erkranken und sterben können, ganz ehrlich. Und deswegen werden die geimpft. Seit Mitte Juni hat der Allgemeinmediziner Christian Kröner über 300 Kinder und Jugendliche ab 12 mit BioNTech geimpft. Kritik daran kann er nicht nachvollziehen, denn die ständige Impfkommission in Deutschland, so der Mediziner, rate ja nicht von der Impfung von Kindern ab. Tatsächlich gibt es nur keine allgemeine Empfehlung für Kinder ohne Vorerkrankungen. Das amerikanische Pendant zur STIKO hat ganz klar gesagt, man soll ab dem 12. Lebensjahr sogar dringend impfen, gerade in Bezug auf die Delta-Variante. Und auch die American Heart Association, also die amerikanische Herzgesellschaft, sagt ganz klar, dieses Thema mit den Herzmuskelentzündungen ist eher vernachlässigbar, weil die treten zwar auf, sind aber alle sehr mild und sehr harmlos im Verlauf. In den USA wurden bereits rund 30 Millionen 12- bis 18-Jährige geimpft, seit Mai. Bis mögliche Komplikationen auftreten, kann es bis zu 2 Monate dauern. Grund für den Kinderinfektiologen Johannes Hübner, erstmal abzuwarten. Das Wichtigste, was wir im Moment jetzt tun können, auch für die Kinder, ist, dass wir die Erwachsenen erstmal so weit wie möglich durchimpfen. Ein hoher Anteil Geimpfter bei den Erwachsenen schützt auch die Kinder. Das haben wir durch Erfahrungen aus Israel gesehen. Für den bayerischen Impfarzt Christian Kröner ist dies allerdings keine Option. Auf Herdenimmunität bei Kindern zu setzen, sieht er problematisch. Kinder nicht zu impfen heißt, wir durchseuchen sie. Impfen oder durchseuchen, die 2 Optionen haben sie. Aber da muss man auch sagen, historisch gesehen war es noch nie schlauer, sich zu infizieren, als sich impfen zu lassen. Sander und Erik sind geimpft und auch ihr Vater bekommt seine Dosis. Die Erleichterung ist groß. Jetzt geht's für die drei wieder zurück nach Kassel. Anfang August sieht man sich wieder zur Zweitimpfung. Übrigens klagen Hausärzte und Impfzentren darüber, dass viele Leute ihre Zweittermine einfach verstreichen lassen, ohne abzusagen. Deshalb wird jetzt sogar die Forderung laut, dafür Bußgelder zu verhängen. Viele andere Infos zum Thema Impfungen finden Sie bei uns auch online auf zdfheute.de. Wie angespannt das Verhältnis zwischen der NATO und Russland geworden ist, lässt sich aktuell über dem Schwarzen Meer beobachten. Dort halten mehrere europäische NATO-Staaten zusammen mit den USA und der Ukraine das Militärmanöver Sea Breeze ab. Die Brise weht da streckenweise ziemlich steif. Russische Kampfjets und Bomber halten dort jetzt auch sogenannte Übungsflüge ab, um, wie es aus dem russischen Verteidigungsministerium heißt, das westliche Seemanöver zu beobachten. Schon im Vorfeld hatte Russland ein britisches Kriegsschiff mit Warnschüssen zum Kurswechsel gedrängt. Und die Niederlande klagt, die Russen hätten Scheinangriffe gegen eine ihrer Fregatten geflogen. Welche Rolle die Bundeswehr in dieser Gemengelage spielt, berichtet Thomas Reichert. Es ist ein Auftritt, dessen Donnerhall weit zu hören ist, weit zu hören sein soll. An der Südgrenze der NATO, an Rumäniens Schwarzmeerküste, landen der Chef der deutschen Luftwaffe und der stellvertretende Chef der britischen.
Touchdown am Brennpunkt der Spannungen zwischen Russland und der NATO. Nach den Vorfällen der letzten Tage ist es umso wichtiger, dass wir hier sind. Wir wollen nicht zu aggressiv sein, das dürfen wir auf keinen Fall. Aber wir müssen hier an der Südflanke zusammenstehen, um zu zeigen, genau hier ist auch die rote Linie. Zusammenstehen heißt zusammenfliegen. Deutsche Luftraumüberwachung gemeinsam mit Rumänen und Briten. Zum ersten Mal am Schwarzen Meer mit scharfen Waffen und mit der Hoffnung, dass die roten Linien, die da gezogen werden sollen, auch verstanden werden vom Gegenüber, von Russland. Es ist eine Anspannung natürlich da, besonders wenn der Alarm unangekündigt kommt. Aber wir sind ja professionell und wir fahren unsere Verfahren ab. Und da ist keinerlei Angst in dem Sinne im Spiel. Der Stützpunkt Konstanza liegt gegenüber der Krim, 2014 von Russland völkerrechtswidrig annektiert und direkt am Schwarzen Meer, wo es zuletzt gleich mehrere Zwischenfälle gab zwischen NATO-Schiffen und russischen Streitkräften. Russland sieht die Schuld bei der NATO und bei einem von den USA und der Ukraine angeführten Marinemanöver, Sea Breeze, Meeresbrise. Washington und seine Verbündeten sind ständig dabei, aus dem Schwarzen Meer, das eine Region der Zusammenarbeit war, eine Zone der bewaffneten Auseinandersetzung zu machen. Auf der Luftwaffenbasis von Konstanza klingt das ganz anders. Die Zeremonie auf dem Rollfeld soll die Zusammenarbeit besiegeln gegen ein aus Sicht der NATO immer aggressiveres Russland. Auf Flugzeuge etwa ohne Identifikation, die mit Manövern provozieren, wie sie NATO-Piloten bisher kaum kannten. Absolut habe ich ein höchstes Vertrauen an meine Besatzungen, dass sie in dem Moment absolut ruhig bleiben und besonnen bleiben und sich hier nicht herausfordern lassen. Wir hatten diese Vorfälle auch schon in der Vergangenheit und auch schon im Baltikum, aber wir sind dabei immer sehr reaktiv geblieben. Die Hoffnung ist, dass das auch so bleibt, dass beide Seiten die Nerven bewahren, wenn sie sich hochgerüstet begegnen, hier am Schwarzen Meer, an der Südgrenze der NATO. Und jetzt Hans Wolf mit anderen Nachrichten des Tages. Brasiliens oberster Gerichtshof lässt Ermittlungen gegen Präsident Bolsonaro zu, im Zusammenhang mit mutmaßlicher Korruption bei einem Impfstoffvertrag. Eine Gruppe von Senatoren wirft Bolsonaro vor, er habe einen Verdacht auf Korruption ignoriert. Der Präsident bestreitet jedes Fehlverhalten. Bei einer Demonstration in Rio de Janeiro wurde erneut Bolsonaros Rücktritt gefordert. In jüngster Zeit gab es mehrfach große Proteste gegen Bolsonaros Umgang mit der Corona-Pandemie. Die Vereinten Nationen warnen vor einer Hungerkatastrophe in der äthiopischen Krisenregion Tigray. Dort haben mehr als 400.000 Menschen nicht mehr genug zu essen, so UN-Mitarbeiter. 33.000 Kinder sind schwer unterernährt. Weitere 1,8 Millionen Menschen von Hunger bedroht. In Tigray gibt es seit Monaten Kämpfe zwischen der äthiopischen Armee und regionalen Rebellen. Hunderttausende Menschen sind auf der Flucht. In Japan haben heftige Regenfälle, schwere Überschwemmungen und Erdrutsche ausgelöst. In der Küstenstadt Atami, südwestlich von Tokio, rollte eine Schlammlawine mit 40 Kilometern pro Stunde durch den Ort und riss mehrere Häuser mit sich. Mindestens 2 Menschen starben, mehrere werden noch vermisst. Die Zahl der Erdrutsche ist in Japan in den letzten Jahren stark gestiegen. Experten gehen davon aus, dass das eine Folge des Klimawandels ist, weil es mehr regnet. Dass Jahr für Jahr unfassbare Mengen von Plastikmüll produziert werden und mit welchen Folgen ist altbekannt. Auch Deutschland gehört zu den Müllweltmeistern. Im Schnitt produziert hier jeder Einzelne von uns jährlich 76 Kilo Kunststoffabfälle, davon allein 38 Kilo durch Verpackungen. Ab heute sind in der gesamten EU zumindest bestimmte Einwegprodukte verboten. Zum Beispiel Wattestäbchen, Besteck oder Strohhelme, die nach Gebrauch weggeworfen werden. Fragt sich, ob das genügt und wie ökologisch sinnvoll die Alternativen sind. Elisabeth Schmidt berichtet. Es sind die letzten Plastiklöffel in ihrem Schrank. Und die darf Tanja Metz, Inhaberin einer Eisdiele in Hannover, auch ganz offiziell noch aufbrauchen. Trotzdem gut, meint sie, dass man in der EU jetzt kein neues Einwegplastikgeschirr mehr anschaffen darf. Als ich hier 2012 angefangen habe, war ich eigentlich geschockt, dass jede Kugel Eis in einem Plastikbecher verkauft wird. Und für mich war von Anfang an klar, das geht nicht, das möchte ich nicht. Und habe dann nach Alternativen gesucht. Und es war sehr, sehr schwer. Es gab nicht viel Auswahl auf dem Markt, was so Alternativen angeht. Die EU machte Druck. Allein aus den Mitgliedstaaten landen jedes Jahr bis zu 500.000 Tonnen Plastik im Meer.
In Deutschland werden jede Stunde 320.000 Einwegbecher für Getränke gebraucht und weggeschmissen. Jetzt werden Einwegprodukte wie Plastik-to-go-Becher und Geschirr verboten, sowie Fast-Food-Behälter aus Styropor. Trinkhalme, Rühr- und Wattestäbchen aus Plastik sind auch tabu. Naja, es ist zuallererst ein politisch wichtiges Signal, dass wir zu viel Einwegplastik produzieren, dass zu viel von beispielsweise Einwegplastikgeschirr in der Umwelt landet. Einige Takeaway-Restaurants sind schon umgestiegen auf alternative Verpackungen aus Pappe, Gras oder Bambus. Doch hier kommt ein Aber von vielen Umweltschützern. Denn diese auf den ersten Blick möglicherweise nachhaltig anmutenden Einwegvarianten, die müssen auch energieintensiv hergestellt werden. Die werden zum Teil um die halbe Welt geschippert, damit man hier für 10 Minuten Genuss was davon runter isst und dann ist es Abfall. Tests von Verbraucherschutzorganisationen ergaben außerdem, nicht alle Plastikalternativen sind gesund. In diesen Tests fand man bei über 50% der untersuchten Proben Schadstoffe oder auch Pestizidrückstände. Und das Bedenkliche ist dabei, dass diese Stoffe eben wirklich unter Verdacht stehen, krebserregend zu sein. Tanja Metz schwört in ihrer Eisdiele auf Becher aus Biopappe. Sie sind für ihre Kunden gratis. Die essbaren Eislöffel kosten 10 Cent. Finde ich auf jeden Fall super klasse. Also Plastik, wenn man das reduzieren kann, sollte man auf jeden Fall tun. Keinen Müll durch Takeaway. Da will sie hin. Ihren Coffee to go verkauft Tanja Metz in Mehrwegbehältern. Ab 2023 müssen Restaurants und Lieferdienste in Deutschland diese Behälter ihren Kunden zumindest anbieten. Zum Sport an diesem Samstag. Auch das zweite Halbfinale bei der Fußball-EM steht fest. Dänemark und England werden es bestreiten. Die beiden Teams gewannen am Abend ihre jeweiligen Viertelfinalspiele. Wenn Gewinner bitterlich weinen, dann ist mehr passiert als ein branchenüblicher Sieg im Fußball. Die emotionale Reise der Dänen erreicht ihren vorläufigen Höhepunkt, weil Thomas Delaney nach allerdings falscher Eckballentscheidung früh die Führung gelingt. Und Kasper Dolberg noch vor der Pause auf 2:0 erhöhen kann. Weder die lange Anreise nach Baku noch der Anschlusstreffer von Tschechiens Patrick Schick können den Überraschungseuropameister von 92 aufhalten. Ich bin stolz, nicht nur für die Mannschaft, aber auch die dänische Leute. Wir haben so viele Liebe. Getragen von der Sympathie der Fans und vom eigenen Teamgeist treffen die Dänen nun in Wembley im Halbfinale auf England. Die Three Lions besiegen im zweiten Viertelfinale des Abends die Ukraine mit 4:0. Kapitän Harry Kane eröffnet das Torfestival schon in der 4. Minute. Direkt nach dem Wechsel erhöht Harry Maguire auf 2:0. Ehe Kane mit Turniertor Nummer 3 auf 3:0 stellen kann. Der Deutschlandbezwinger überlegen und mit spürbarer Spiellaune. Das 4:0 durch Jordan Henderson, der Endstand. England als einziges Team noch ohne Gegentor. Jetzt geht's von Rom wieder heim nach London. Und beim Tennisturnier in Wimbledon stehen Angelique Kerber und Alexander Zverev im Achtelfinale. Kerber setzte sich gegen Alexandra Sasnovic aus Belarus durch, Zverev gegen Taylor Fritz aus den USA. Und jetzt die Lottozahlen dieses Samstags. Sie lauten, wie immer ohne Gewähr, 5, 9, 10, 18, 20, 49. Superzahl 2. Und weitere Gewinnzahlen finden Sie auf lotto.zdf.de und im ZDF-Text auf Seite 556. Die Wetteraussichten für morgen. Von der Ostsee bis nach Ostbayern meist freundlich, sonst wechselnd bewölkt mit teils kräftigen Schauern und Gewittern. Lokal auch Unwetter durch Starkregen möglich. Höchstwerte 20 bis 28 Grad. Die weiteren Aussichten auch in den nächsten Tagen unbeständig mit einer Mischung aus Sonne, Wolken, Regengüssen und Gewittern. Bei Höchstwerten zwischen 20 und 30 Grad. Das war's von uns an diesem Samstagabend. Weiter geht's mit der ZDF-Filmnacht und wir melden uns morgen wieder. Auf Wiedersehen.